Die religiöse Zurichtung Arabels, deren Minne er, also Wilhelm, auf dem Schachbrett gewonnen hat, geschieht, nachdem Wilhelm seinen derben, mit Lachen begleiteten Scherz beiseite gewischt hat, indem er zunächst andächtig schweigt und sich verneigt und von nun an Ernsthaftigkeit walten lässt. Während die Schachfiguren ruhen, unterbreitet Wilhelm Arabel die zentralen Glaubenswahrheiten des Christentums in einer sich in A über knapp drei Leisen erstreckenden Lehrrede, die ohne quasi im Gestus des gefährdeten Bekennerheiligen auf die Konsequenzen seiner Offenbarung hinzuweisen. Sieht ihr Frohe hören Welt, so han ich lieb und sell gezählt. Das ist über und nicht mien, soll ich hiervon verdorben sehen, ob ich ü den Geloben sage, damit ich des Himmels Kron bejagge, doch sag ich ü, des lass ich nicht, s'was halt mir davon Geschicht. Der kurze heilsgeschichtliche Abriss und die Erläuterungen zur religiösen Bedeutung für die Ekklesia und die Einzelseele bilden inhaltlich im Grunde nichts Neues ab. Im Kontext des Wilhelm-Stoffes im Spannungsfeld von Heidenkrieg und Bekehrung, der Problematik von Küche, höfischer Minne und Sexualität, dem symbolischen und gesellschaftlichen Stellenwert von Freude und weiblicher Schönheit sowie der Umkehr der Heiden-Arabe zum christlichen Glauben, sind einzelne Positionen der Darstellung allerdings sehr wohl aufschlussreich. Wilhelm erläutert etwa, dass Adams Verfehlung gegenüber der Weisung Gottes, die zur Verbannung aus dem Paradies und Verfluchung des gesamten Menschengeschlechts führte, durch eben schön begründet sei. Wilhelm appelliert anschließend ausgerechnet an Arabels schön und Jugend. Sollte sie über einen Übertritt nachdenken und am Ende erklärt er Arabels Schönheit überhaupt zur eigentlichen Grundlage seines Lebens. Und wäret ihr nicht, ich wollt nicht leben. Überschön ist mir zu leben gegeben. Folglich, so wird es zu verschiedenen Gelegenheiten im ersten Werkteil entfaltet, ist es dann auch auf Arabels Schönheit zurückzuführen, dass Christen und Heiden, wie in Zeiten der Ewassen doch nicht usgeschäden, gemeinsam Tod und Verderben anheimfallen. Wie Tür er sieht, ihr Min kauft, des Alischans ward blurtes Fahr. Der Parallelismus drängt sich auf, dass der paradiesische Zustand, als das Menschengeschlecht noch ungeteilt in Gottes Bündnis stand, durch Frauenschönheit, nicht etwa durch die Verlockungen des Vernunftwissens, zerstört und die Differenz von Heiden und Christen überhaupt erst in die Welt kam. Wie Arabels Schönheit und ihre Beanspruchung durch zwei Männer, heidnische und christliche Sippe, auf ewig in Hass und Krieg stürzen wird. Wilhelm und Arabel rücken hier in die Positionen von Adam und Eva und müssen in einem typologischen Erzählentwurf zum heiligen Wilhelm Christus und zur heiligen Güburg Maria werden. Nach der Schilderung von Maria Verkündung, Wortempfängnis und Christi Menschwerdung, Kreuzigung, Auferstehung und Erlösung kommt Wilhelm schließlich zum Heilsversprechen, das für jeden Christen sich erfüllt. Als Bedingungen dafür nennt er zwei Dinge. Bekenntnis zum Glauben in den wahren Christ, wahren Menschen und auch Gott und Taufe. Auch hier werden durch die fast identische Formulierung von A112,27 sieht er so Tür hat gekauft und A420 Christi Erlösungstat und Arabels Erlösung aus dem Heidentum durch Wilhelm typologisch, diesmal im Hinblick auf die antitypische Position verschaltet. Wesentlich für ein solch typologisches Strukturmodell, das sich hier hinter der Fassade konventioneller Heilslehre vorsichtig zu einem Bild zusammensetzt, ist ja, dass der Typus stets im Antitypus gegenwärtig bleibt. Er geht nicht unter, er geht ein in die Gestalt seiner Erfüllung als eine Zeugnisspur des gottgedachten Planes der Erlösung. Die Typologie wird als eine Strukturanalogie greifbar, weil die Aristie, das heißt die narrative Profilierung des heiligen Helden Wilhelm, sein Heldsein bereits voraussetzt, wie Ulrichs Erzählentwurf von der Güburgwerdung Arabels schon auf der in Vollkommenheit ausgeprägten Figur der heiligen Güburg fußt. Dass etwa Werner Schröder dieses typologische Verhältnis in der Güburgwerdung Arabels nicht erwogen hatte, obwohl der Erzähler speziell in der Darlegung der christlichen Theologeumena den Bezug selbst herstellt, ist nicht verwunderlich, hatte er doch die Typologie grundsätzlich als ein Strukturprinzip mittelalterlicher Dichtung abgelehnt. Biblische Historizität, Steigerung und explizite sprachliche Vermittlung seien unerlässliche Bedingungen für typologische Verhältnisgleichungen.
Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang außerdem, dass der Redaktor Willeheims Darlegung fast eine komplette Strophe leise ergänzt, die signifikanterweise jenes beinhaltet, um dessen Erklärung Arabel eigentlich gebeten hatte. Dort werden nun sicher nicht zufällig all jene heiligmäßigen Aspekte Marias zusammengebracht, die an Arabel korrekturbedürftig sind, als würde der Redaktor mit der Korrespondenz auch die Diskrepanz auf die Spitze treiben wollen. Von dieser typologischen Überbietung der alten Arabel in der neuen Güburg werden nicht nur Virginitas und sozialer Rang erfasst, sondern ja auch ihre Schönheit, die schlussendlich erst in der christlichen Einkleidung vollkommen ist, in der sie Willeheim beigelegt wird. Außer dem Taufkleid, welches der Ritus vorschreibt und das der Papst der nackten Arabel überstreift als Zeichen ihrer absoluten Makellosigkeit, ist jenes nämlich das einzige Gewand, das sich nicht in Arabels Reisegepäck befunden hatte. Aus den Häuten von Samaniritwürmern gemacht, die wie die Salamander im Feuer leben, dem Stoff ihren läuternden Atem einblasen und sich paarweise einweben, leuchtet es weiß wie Schnee. In diesem Kleid erreicht sie, ausgestattet mit symbolisch restituierter und durch Taufe bestätigter Virginität, denjenigen engelsgleichen Zustand, der sie leicht wie eine Feder über die Blumen schweben lässt, aller Makel erhaben. Hier stund ein Engel, nüt ein Wieb. Wie das Westerwart, Zeichen der Vermählung mit Christus, ist das Brautkleid Zeichen ihrer Virginität und nicht trotzdem, sondern eben deswegen auf die konkrete sexuelle Gebrauchsfunktion hin durchsichtig, die die Braut für Willeheim hat, durch den Marquis-Geschach der Kleiderwechsel. Allerdings stammt das ungewöhnliche Naturprodukt als Stoff aus dem Schatz der Königin, denn sie verschenkt auch an die Burggräfin ein Samaniri-Tuch kostbarer als ein ganzes Reich. Dem Gewand ist sowohl die Herkunft seines Stoffes aus dem Heidenland wie die eingewebten Würmer selbst als auch sein Zuschnitt durch Christenhand eingeschrieben, so dass an der Oberfläche des Körpers der ganze Prozess der inneren Zurichtung der heidnischen Königin sichtbar wird, nicht nur das Resultat vollkommenster christlicher Reinheit. In diesem Sinne ist der Taufakt nicht nur die endgültige Überwindung von Arabels Sündenstand und Vollendung ihres Eingangs in den Leib der Kirche wie der fränkischen Reichsaristokratie sowie endlich die Besiegelung neu erworbener Virginität, sondern eben damit zugleich auch der letzte Schritt der Zurichtung der Königin in jenen Status, welcher allein die Ehe mit dem später heiligen Willeheim ermöglicht. Insofern beschließt sie die Verkehrung der Arabel zu Küburg Figur unter Aspekten geistlicher Conversio, wie gesellschaftlichen Ranges, und leitet zugleich zur Hochzeit als sakramentalem Vollzug des Gattenwechsels über. Wie Evas Schönheit, die Adam verführte, verbotene Früchte zu essen, in der Schönheit Mariä, der schön die Himmel aller erluchte, unendlich überboten wird, erstrahlt die Jungfrau Güburg schließlich in engelischem Glanz. Wenn am Ende gar nicht mehr zu entscheiden ist, ob sich Willeheim an Arabel oder Maria wendet, wird die diskursive Spitze der durch typologische Bezüge hergestellten Konvergenz erreicht. Königin erhahn ich nur icht, gesät, das über Herze nicht grüßet, so sieht ihr doch so gesürset, ob allen Wiebesgürten, das über Tugend min kann wohl hörten. Nach der Darstellung der zentralen und für Arabel noch ungeahnt wichtig werdenden Themen der Heilsgeschichte wendet sich Willeheim wieder den Spielfiguren auf dem Schachbrett zu, auf welchem er im Folgenden die göttliche Ordnung nachspielt, um die Heiden noch besser von der Allmacht seines Gottes überzeugen zu können. Nun merket hier vor uns das Spiel. Die Figuren und ihre Gangarten werden nacheinander genannt und auf ihre Bedeutung für die christliche Weltordnung hin ausgelegt. In Willeheims Auslegung wird der König, der in den Partien selbst keinerlei Erwähnung fand, nun ausführlich behandelt. Er kann jede gegnerische Figur schlagen, die ihm aus welcher Richtung auch immer zu nahe kommt, ohne freilich selbst geschlagen zu werden. Er wird von eigenen Figuren begleitet, etwa darf die Königin in der Eröffnung zusammen mit dem König ins dritte Feld rücken, wodurch sie ganz unmittelbar in der Lage ist, ihn zu schützen. Außerdem kann sie sich so mit dem Fänden, den Bauern, vereinigen, wodurch der König von vorn und hinten gedeckt wird. Umgekehrt beschützt der König die ihn umgebenden Figuren mittels seiner Schlagkraft. Es wird dann die Sinen gezimmet, wie im durch Helf und Hurte sehen, den tut er ganze Helfe schien.
Dis schnelle Garen, dis snelle Garen, womit er entweder dieser besonderen doppelte Zug von König, Königin und Bauern oder der sogenannte Königssprung generell gemeint ist, beweise, dass diejenigen, die nicht nah bei Gott sind, ohne seinen Schutz Licht mit Jammer enden werden. Im Mittelspiel gehen die Fänden dem König voran. Ritter und Alte folgen ihm wie in Schlachtreihen. Zurück bleibt die Königin. Die Roche, welche dieses Bild eines Kriegsschauplatzes einrahmen, sichern die Herrschaft des Königs. Sie zeigen Gottes Gewalt und seine Grundfesten. Wilhelm hat ein besonderes Interesse daran, Arabel, die im Falle einer Konversie aus dem Schutzbereich der heidnischen Götter herausfallen würde, zu illustrieren, wie sie einander hörtend, den Feinden sich entsagen und Gott im Gegenzug Hilfe spendet, bis man dort wird Ladies free. Die Ausdeutung geht dann über in ein Bild des Himmels Ordnunge, die sich am Schutz der Königinnenfigur durch andere Spielsteine ablesen ließe und das thematisch an die frühere mariologische Darlegung des Zusammenhangs von Maggeturm, Throne und Schön in R anschließt. Das im Rückgriff auf die zuvor typologisch entwickelte Analogie zwischen Maria und Arabel in R ausführlicher als in A Wilhelm der Heiden schließlich ausdrücklich seine Liebe erklärt, ist folgerichtig. Gleichzeitig bekundet er quasi als Antwort auf Arabels frühere Frage, kundet ihr so hurten Frauen seine uneingeschränkte Bereitschaft und Befähigung zum Heidenkampf. Als Christ werden ihm Schutz und Gnade Gottes zuteil, weil er selbst den Willen Gottes ausführt und jenen hilft, die sich zum christlichen Glauben bekennen, als uns nu dis gesteine wert. Mit der Schutzversicherung und dem Versprechen auf zukünftiges, mariengleiches Heil übergibt er dies der Entscheidung Arabels über ihr gemeinsames Schicksal. Die Königin war die ganze Zeit stumm geblieben und noch ehe sie ein Wort sagen kann, wird das Spiel, auf dem längst nicht mehr gespielt wird, sondern das anderen, ernsthaften, illustrierenden Zwecken diente und mit ihm die Möglichkeitsbedingung ungestörter zweisamer Unterredung, wie es mit einem Lachen begonnen hatte, mit einem Schimpf zerstört. 4 Tage bedenkt sich daraufhin Arabel, berät mit ihren Fürstinnen Indogar, saget, wes der Marquis het gejecht und betont wohl auch die besondere Beweiskraft der Schachallegorie. Mit dem Urkünde brachte er es dar. Auch bei den Fürstinnen, die sich in Avignon schließlich wie Arabel taufen und verheiraten lassen werden, zündet die Aussicht auf vollkommene Sündenlösung und ethische Makellosigkeit durch eine keusche Imitatio von Maria Virginität so erfolgreich, dass sie noch während sie darüber sinnieren, sich übergangslos dem gemeinschaftlichen Wehe der Christusbräute assimilieren. Jedoch zielt dieses Bekenntnis nicht nur auf die Gottesmutter, sondern zugleich auf Arabel selbst als vollkommenste Vertreterin der Imitatio Mariae, zu welcher sie handlungslogisch als heilige Güburg in jeder Hinsicht werden soll. So bestätigen die Fürstinnen mit der Bereitschaft zum Übertritt und zur marianischen Nachfolge auch den feudalen Treueeid gegenüber ihrer Königin, ungeachtet ihrer unausweichlichen Standesminderung. Nicht nur zwischen der Minne zu Wilhelm und zu seinem Gott herrscht keinerlei Differenz, sondern auch das Bekenntnis der Fürstinnen zu Maria und Arabel sind ununterschieden. Danach geht alles ganz schnell. Ein 3. Mal lässt Arabel ihren Gefangenen loseisen. In bloßer Anwesenheit des Spielbrettes, aber ohne zu spielen, versichert Wilhelm der Entschlossenen nochmals Schutz und Treue. Arabel verspricht ihrerseits, ihn aus dem Kerker zu befreien. Der Fluchtplan wird ausgearbeitet. Dann nehmen die Dinge ihren Lauf. Vom Gefängnis führt Wilhelm der Weg auf die heidnische Ehematratze und dann auf das Schiff, welches sie gemeinsam ins Abendland bringen wird.